Und keiner kann sagen, hat es nicht gewusst. Und Sie kennen vielleicht die Geschichte, die Basis kennt es natürlich dreimal. Ja, Stefan Kohn. Da kriege ich im April 2020, war auf meiner Mailbox eine Nachricht drauf. Ja, hier Stefan Kohn, Bundesinnenministerium. Ich möchte eine Risikoanalyse des Lockdowns erstellen und suche also Experten, die mich da unterstützen. Okay, von der Mailbox, Bundesinnenministerium. Habe ich mal gegoogelt, wer das ist. Ja, tatsächlich, es gibt einen Stefan Kohn, Oberregierungsrat in der Abteilung, also Krisenmanagement-Abteilung, gefährdete Infrastruktur. Da habe ich ihn zurückgerufen und daraus entwickelte sich eben sein Papier. Er hat dann gesagt, keiner im Bundesinnenministerium kümmert sich um die Analyse der Risiken der Lockdowns. Und das kann er nicht, das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren und deswegen macht er das jetzt einfach. Ja? Und dann war dann so ein Zeitpunkt gewesen, ich glaube, das war abgesprochen, ich weiß es nicht genau, dass sein Vorgesetzter war nicht da, war krankgemeldet. Und damit war er ermächtigt, offiziell diese Analyse in die Länder, in die Krisenstäbe reinzuschicken. Hat es dann gemacht. Jeder Krisenstab, jedes Bundesland wusste exakt, was der Lockdown macht und genauso ist es eingetreten. Was ist passiert? Man hat sofort massiv versucht, ihn zu psychiatrisieren, als Querdenker, als Querulant hinzustellen, der plötzlich da Briefköpfe verwendet, was er nicht darf, und hat ihn der Prozess läuft, glaube ich, noch in der Revision, quasi den Beamtenstatus entzogen. Seehofer selber war 2 Tage, nachdem das versandet worden ist, bei Maischberger und hat versucht, ihn zu psychiatrisieren, das Feuer zu löschen. Wahnsinn! Völlig verrückt. Ja, und selbst der Sachverständigenrat, so nach 2 Jahren, schreibt da so irgendwie, naja, man hätte halt die Kritiker schon auch integrieren sollen, die wurden halt diskriminiert. Ich zeige Ihnen mal, wie das gegangen ist. Ich habe dann zum Beispiel in einem Ausschuss gesagt, im Bundestag habe ich gesagt, wenn wir nicht aufpassen, droht uns ein Kontergan-Skandal hoch 10. Kriege ich einen Anruf oder eine E-Mail, ich würde den wirklich anmaßen, einen Wortlaut, wie es gar nicht sprechen, aber jemand, Faktenfinder, ARD, er will quasi jetzt das nachprüfen, was die Experten da so gesagt haben. Dann habe ich es ihm halt geschickt. Und das hat er aber natürlich nicht gelesen, sondern bringt dann den Artikel Pseudo-Experten der AfD. Und da unten steht, so durfte der Hausarzt Gunter Frank in einer Anhörung beispielsweise vor einem Kondasgan-Skandal, also vermeintliche Corona-Experten, Kondasgan mit dem Faktor 10 mit Blick auf die Corona-Impfung warnen. Und dann schreibt er, Faktenfinder, ARD, angesichts der vom Paul-Ehrlich-Institut angegebenen Verdachtsfälle, schwerwiegende Nebenwirkungen von 0,3 pro 1000 Impfdosen eine äußerst fragwürdige Behauptung. Mm-mm. Mm-mm. 190 Millionen Impfdosen sind 57.000 schwerwiegende Nebenwirkungen. Das sind die gemeldeten. Wir reden nicht über die Dunkelziffer. Die ist Faktor 40. Ja? Also wir haben einen Faktor 23, nicht 10. In Wirklichkeit wahrscheinlich 200. Das ist die Qualität, wissen Sie alles, aber einfach nur mal, um es zu verdeutlichen, das ist die Qualität des Faktenchecks in der ARD. Ja, und dann nur ein paar Wochen später schreibt die Zeit, dass die CDU eine Stiftung für Impfopfer anregt. Eine Stiftung könnte, wo steht's? Genau. Bei Kontergan und Blutprodukten hätten sich Stiftungsmittel bereits erwähnt. Also da sprechen Sie ganz offen drüber. Ja, es ist ein vergleichbar mit Kontergan. Ja, da fällt mir ein Zitat von Rivarol ein, ich habe es ein bisschen abgeändert. Ja, wer eine halbe Stunde eher als die anderen die Wahrheit sagt, gilt eine halbe Stunde lang als Nazi. Für manche sogar für immer. Ja, das ist die Situation, die wir heute haben.